verwundert mich eigentlich fast ein bisschen. Also zu meiner Zeit, als ich jung war, so Urlaub auf dem Bauernhof, gab es ja eigentlich gar nicht. Ey, was soll ich eigentlich mit dem Ei machen? Ich glaube, das lasse ich einfach wieder verschwinden. Ich wüsste nicht, wozu ich ein Ei brauche. Ne? Also Urlaub auf dem Bauernhof ist bei uns auch sehr, sehr, sehr beliebt. Also mit Ferienwohnungen und alles. Und sonst so halt Bauern, die halt dann wirklich auf den Markt gehen und halt ihr Gemüse verkaufen, gibt es kaum. Ich kenne nicht einen. Von dem her regionales Gemüse ist sowieso sehr schwer zu kriegen. Und generell irgendwie, es heißt ja immer, ja, sich regional ernähren ist ja super gut, bla bla. Das stimmt. Das Problem ist halt nur, wie will man sich denn regional erklären? Erklären vor allem, ja. Wie will man sich denn bitte regional ernähren, wenn es die Möglichkeit dazu quasi nicht gibt? Klar, Angebot und Nachfrage. Sobald die Bauern merken, oh, da will einer regional, also da wollen, also einer nicht, aber da wollen ja richtig viele regionales Essen haben. Vielleicht sollte ich dann doch wieder zumindest ein bisschen, ne? Es reicht ja auch ein bisschen so, dass ich halt am Wochenmarkt was anbieten kann, dass ich da einiges dann verkaufe. Ja. Je mehr es nachgefragt wird, desto mehr Leute werden dann halt auch anfangen, ein bisschen umzusatteln. Das heißt nicht völlig, aber halt teilweise umzusatteln, um sich dadurch halt erstens einen kleinen Nebenverdienst reinzukriegen, indem man halt einfach Produkte direkt verkauft, die frisch sind, die weniger Schadstoffe haben als die ganzen Industriegurken zum Beispiel jetzt und so weiter und so fort. Oder was am Land vor allem sehr gut möglich ist, was wirklich auch, wo man sich nicht denkt, dass das so weit verbreitet ist, aber was eigentlich wirklich durchaus sehr weit verbreitet ist. Ja, eine gute Bekannte von uns zum Beispiel, also was heißt von uns, von mir primär, die hat einen sehr ausgeprägten Gemüsegarten und sagen wir mal so, da wächst halt wirklich alles, was man so an Gemüse braucht. Ja. Die haben Zucchini, die haben jede Menge Gurken, sogar sehr viele verschiedene Arten von Gurken. Salat bauen sie an, Zwiebeln, ja, was noch, Karotten. Also einfach alles, ne? Und ich muss eins sagen. Wir haben bei uns das Problem, wir haben Maulwurfsgrillen im Garten, die bei allen Pflanzen, die man hier anbauen will, die Wurzeln abfressen. Das Einzige, was rätselhafterweise wächst, sind von unseren Nachbarn, die aus der Türkei kommen. Liebe Grüße an die. Sind die türkischen Bohnen. Also, das heißt generell, bei ihnen wächst viel mehr als bei uns. Keine Ahnung, wie die das machen. Aber die können tatsächlich in ihrem Gewächshaus, das leider beim letzten Sturm ein paar Scheiben verloren hat, die können tatsächlich Gemüse anbauen, direkt im Boden. Das konnten wir leider nie. Bei uns, also wirklich, wenn sogar Zwiebeln im Boden gefressen werden von Maulwurfsgrillen und Zwiebeln haben verdammt viele Senföle, dann läuft irgendwas schief. Ich habe es einmal probiert an in unserem Gewächshaus. Haben wir dann umgesattelt. Ich habe das Ding gepflastert mit Pflastersteinen und da halt dann in Töpfen versucht anzubauen. Die Tomaten und die Gurken sind super gewachsen. Die Zwiebeln und die Karotten irgendwie gar nicht. Also die Zwiebeln haben so halb funktioniert. Ich habe es geschafft, im ersten Jahr Steckzwiebeln zu züchten, die ich dann im zweiten Jahr zu richtigen Zwiebeln reifen lassen konnte. Allerdings war das Problem daran, an dieser Konstruktion, wir hatten es ja im Gewächshaus
Und wir waren jedes Jahr im Urlaub um Pfingsten rum. Und das Problem war, dass wir auch sagen konnten, und bitte auch das Gewächshaus gießen, da sind Pflanzen drinnen. Ja, das Gewächshaus war jedes Mal, wenn wir wieder kamen, knochentrocken. Und die Pflanzen da drin zum großen Teil kaputt. Und das, was wir als quasi Gemüsegarten hatten, ja, nach dem Urlaub sowieso wieder Schrott war. Und von dem her ist das halt auch wieder Pech. Also wenn man sowas macht, dann braucht man entweder eine extrem zuverlässige Urlaubsvertretung, oder man fährt einfach nicht in den Urlaub. Weil, wie gesagt, wir müssen es in Töpfen machen, wenn wir was anpflanzen wollen, weil uns sonst die Ungeziefer von der Bahnlinie alles zusammenfressen an Wurzeln. Und das ist etwas kontraproduktiv, wenn es darum geht, Erderträge zu sammeln. Dieses Schwein ist echt ungünstig hier. Naja, also von dem her schwierig. Auf meine Zwiebeln war ich schon stolz. Die waren geschmacklich, also hervorragend. Aber was ich eigentlich ja noch, worauf ich glaube ich eigentlich hinaus wollte, war der Gemüsegarten von dieser besagten Person und von meiner Nachbarin, also von meinen Nachbarn halt aus der Türkei. Weil diese Gemüse, Alter, das, also die Bohnen von denen waren so phänomenal. Das Problem war nämlich, die waren nämlich im Urlaub und ich habe halt dann quasi die Pflanzenpflege übernommen. Weil es, warum auch immer, in der Nachbarschaft relativ bekannt geworden ist, dass ich einen ganz guten grünen Daumen habe. Und ja, ich habe halt dann die Pflanzenobhut übernommen, hat alles super geklappt. Und wir hatten auch die Genehmigung, dass, wenn was reif wurde, dass wir es dann auch essen sollen, weil das Zeug sonst ja kaputt geht, bis die wieder da sind. War quasi der Originalton. Und die Bohnen waren so dermaßen lecker. Ah, Wahnsinn. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne dran zurück. Ich bin ja generell auch jetzt, dadurch, dass ich ja jetzt in München wohne und teilweise auch mit relativ exotischen Gerichten in Kontakt gekommen bin durch die Pflege meiner netten Frau, meiner Großmutter. Kamen wir sehr gut in Kontakt mit rumänischer Küche und ich muss sagen, sie ist deutlich gemüselastiger, aber wahnsinnig gut. Also, ich habe selten so geniale Salatdressings, also die Salatdressings sind phänomenal, die wir da hatten. Also wirklich ein Traum. Und halt auch Kombinationen, von denen ich mir dachte, das geht doch nicht. Also ich weiß ja nicht, wer schon mal Leber gegessen hat. Bei uns ist man da eher so, ja, Leber brät man raus, salzt dann auf dem Teller und isst halt quasi gebraten. Aber ein Leber-Rahm-Gulasch, ja? Also, auf sowas kommt man bei uns doch nicht mal auf die Idee, sowas zu kochen. Und es ist, ich war wirklich auch skeptisch, als ich das gesehen habe und dachte so, okay, sieht interessant aus, aber das war so dermaßen lecker. Also, das war wirklich Wahnsinn. Und die Soße hat auch, ich glaube, das war eine Rahmsoße mit Essig.
Das klingt jetzt erstmal so nach dem Motto so, what? Also es war ein relativ eigenartiger Geschmack, aber boah, genial. Man muss halt auch beim Kochen wirklich mal Mut haben, etwas auszuprobieren und sich halt auch auf nicht vertraute Rezepte einzulassen, sage ich jetzt mal. Ich habe mir zum Beispiel auch tatsächlich das Rezept für das Bohnengemüse geben lassen, weil ich davon so begeistert war. Und ja, ich war überrascht, was da drin war. Ich weiß es jetzt leider gerade nicht mehr. Ich glaube, das hat sich, das heißt, ich habe es in den WhatsApp-Nachrichten, ist es noch drin, weil ich das gleich weitergeleitet habe nach zu Hause, was da in diese Bohnengemüse rein muss. Aber da waren Sachen drin, wo man sich denkt, hö, okay, das soll schmecken. Aber ja, es schmeckt tatsächlich. Und man kommt tatsächlich, man wird satt, es schmeckt sehr lecker, es ist genauso abwechslungsreich, aber ich habe nur ein Zehntel von der Menge an Fleisch gegessen, die ich in meiner Schulzeit im Gymnasium gegessen habe. Tatsächlich. Weil man halt, es fängt im östlichen Teil von Europa halt wirklich schon an. Da ist halt der Lebensstandard nicht so hoch wie bei uns. Und das spiegelt sich auch in solchen Dingen wieder, dass man tatsächlich weniger Fleisch und mehr Gemüse isst. Und das ist auch tatsächlich so, wenn ein Land, so Schwellenländer, so zum Beispiel Brasilien ist da ein sehr gutes Beispiel für. Brasilien hat ja, steigt ja in der in der Wichtigkeit vom wirtschaftlichen System immer weiter auf. Und die Bevölkerung kommt halt jetzt langsam auf den Geschmack, ja, sagen jetzt mal. Die wollen uns natürlich auch nachmachen. Die sagen sich, ja, wir sind jetzt allgemein wohlhabender, wir haben einen höheren Lebensstandard. Wir ernähren uns jetzt auch dementsprechend. Und es ist halt tatsächlich so, je wohlhabender eine Nation in Summe ist, ob man jetzt Brasilien wirklich als so wohlhabend abstempeln kann, ist die andere Frage, weil die Schere zwischen Arm und Reich da einfach so dermaßen weit auseinander geht, dass man das eigentlich, dass Brasilien ist eigentlich ein sehr armes Land, aber mit ein paar mittlerweile immer mehr werdenden Reichen, aber leider auch immer mehr werdende Arme, aber summa summarum wird in Brasilien gleichen sie den Konsum von Fleisch immer weiter an die USA und Europa an. Warum? Ja, weil sie halt langsam auch das Bedürfnis haben, auf größeren Fuß zu leben. Und das ist halt genau das Problem. Wenn jetzt wirklich jedes Land die Ernährung haben will, die wir hier machen, ne? Dann reicht das Essen auf der Welt nicht mal im Ansatz aus. Es funktioniert nicht. Und deswegen sollten vielleicht wir als erste mal umdenken, was unsere Ernährung betrifft. Weil davon abgesehen, dass so viel Fleisch auch nicht unbedingt das Gesündeste ist, ja, wir brauchen die auch. Klingt jetzt etwas komisch, aber ja, Leute, wir brauchen pflanzliche Ballaststoffe, sonst funktioniert die Ernährung nicht. Der Stoffwechsel nicht und vor allem funktioniert die Verdauung nicht. Da brauchen wir alle nee, nicht Actimel. Activia heißt der Schrott, genau. Activia von Danone. Zumindest wenn man der Werbung Glauben schenkt. Also, ich sag mal so viel. Ein einfacher Apfel oder Reis oder Mais mit Schale reicht auch. Die Schale ist nämlich reine Zellulose. Das ist unverdaulich und das bringt die Verdauung in Schwung und nicht Joghurt. Also, ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt. Also,
In Joghurt ist null an Ballaststoffen drin. Und die Ballaststoffe ist das, was die Verdauung ankurbelt. Also von dem her.